Hi Leute, ich bin Kim von Join. Join ist das erste voll inklusive TV-Format in Deutschland. Fernsehen von Behinderten für Behinderte. Heute habe ich für euch eine ganz besondere Challenge, aber ich möchte noch gar nicht so viel verraten. Schaut einfach selbst. Mein Name ist Marcel Heim. Ich bin vor 15 Jahren erblindet. Ich bin gelernter Koch und bin jetzt seit 5 Jahren selbstständig mit dem Real Blind. Wobei unser Schwerpunkt beim Essen im Dunkeln ist. Herausforderungen in der Küche gibt es natürlich allgegenwärtig. Es gibt eigentlich kaum was ich nicht mache, da ich es eben professionell sehend gelernt habe. Und das ist der große Unterschied. Ich habe schon wieder Angst, ne? Liebe Kim, Marcel hast du ja eben schon kennengelernt. Keine Sorge, du musst heute nicht kochen. Das möchten wir niemandem antun. Darüber sollten wir auch noch mal diskutieren. Ihr habt noch nie meine Lasagne gegessen, also bitte. Statt blind zu kochen, musst du einfach nur mit verbundenen Augen essen. Wollen wir doch mal schauen, wie fein dein Nikotinzüngchen schmecken kann. Auf dich wartet ein 3-Gänge-Menü. 2 dieser Gänge musst du richtig erschmecken. Vorspeise, Hauptgang, Nachspeise. Beim Hauptgang genügen 3 Hauptzutaten. Guten Hunger und Augen zu und durch. Mir wurde die Sehkraft genommen und in dem Moment bist du halt so komplett lost. Okay, das ist der Stuhl. Das ist der Stuhl und vor dem Stuhl ist der Tisch vorsichtig, da ist schon eingedeckt. Die meisten Gäste kommen unter anderem gerade wegen dem einzigartigen Erlebnis, dass eben auch ein blinder Koch in der Küche steht. Man darf, kann mich absolut alles fragen zum Thema Blindheit, zu mir persönlich. Und das ist eben der Unterschied zu vielen anderen Event-Gastronomie. Also ich greife irgendwo hin, würze, knall noch Sachen dran. Und das dann blind zu machen, wenn du gar nicht mehr sehen kannst, nach was du eigentlich greifst, stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor, da auch die passende Würzmischung hinzukriegen. Ich stelle das Essen von links hin. Ich kann noch minimalst hell-dunkel wahrnehmen, aber das ist nur am äußersten Augenrand, also zentral in der Mitte ist alles weg. Ich brauche einen Löffel. Löffel? Oh, scheiße. Wenn hier der Teller ist. Oh, fuck. Als Vorspeise habe ich passend zur Jahreszeit eine Kürbis-Cremesuppe gemacht. Es schmeckt auf jeden Fall, es ist Suppe. Das Auge gaukelt einem vor, wie das Essen schmeckt. Und im Dunkeln weiß man es eben nicht. Und dann muss man probieren. Und genau das Probieren, da hat er eben der Geschmackssinn leider sehr nachgelassen. Ich bin der Meinung, ich schmecke Spargel. Also es schmeckt auf jeden Fall. Es ist doch was man essen kann, ja? So im Abgang schmeckt es leicht nach Spargel, aber von der Konsistenz her ein bisschen dicker. Okay, was haben wir denn hier? Zum Hauptgang habe ich Schweinefilet Wellington Art, also mit Kräuter mariniert im Blätterteigmantel. Das ist auf jeden Fall Schwein. Es riecht. Ein Rinderhacktörtchen gefüllt mit Schafskäse. Auf jeden Fall nach Gehacktes. Eine Frikadelle? Ich drehe einfach mal an meinem Teller, bevor ich jetzt die ganze Zeit Fleisch esse. Ein Kartoffel-Wirsing-Gratin und Gemüse gibt es noch. Rosenkohl. Was ist das? Das ist Rosenkohl, das rieche ich schon. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt den Nachtisch. Da war ich ja dann auch irgendwo ein bisschen herausgefordert. Jetzt wusste ich, okay, den musst du holen und dann hast du das Ding. Irgendwie ist er kalt. Also Vanilleeis. Okay, was ist das? Das ist kein Eis. Mm. Ist das ein Apfelstrudel? Als ich wusste, dass der Apfelstrudel richtig ist, wusste ich, der Punkt gehört mir. Wo war mein Eis? Super lecker. Eine unglaubliche Erfahrung, das mal machen zu dürfen. Der hat sich sehr gut geschlagen, hat 2 von 3 Gängen rausgeschmeckt, also im guten Durchschnitt auf jeden Fall. Ich bin recht herzlich bei dir bedanken. Hört mal gerne, vielen Dank und viel Spaß beim Wiedersehen. Schönen Gruß an die Küche! Blind essen zu müssen und ich fand, ich habe das eigentlich ganz gut gemeistert, oder was meint ihr? Wenn du nichts mehr verpassen möchtest, abonniere uns auf jeden Fall und drück hier oben auf die Glocke, damit du auf gar keinen Fall etwas verpasst.